Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4 und wir sind noch in Sanctuary und ich hatte letztes Mal, ich hatte bestimmt einen Plan, aber wie war der Plan? Hundi? Wenn ich sehe, wie die Sonne wieder aufgeht. Ja, oh ja, ich auch. Ich bin auch immer halt froh, wenn die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Ja, ich liebe es auch, wenn man mich unterbricht, während ich rede. Arschgeige. Hatte letztes Mal bestimmt einen Plan. Ich hatte immer einen Plan. Irgendwas hängt? Ah, es hängt. Nicht mehr. So, wie immer so schön die Zunge ausstreckt. Was heißt denn das, dass er Durst hat oder dass hier die Effekte noch irgendwie sind? Alkoholabhängigkeit! Ach so, ich bin besoffen. Besoffen? Die Reinigung ist, kommen wir aufs Quartiermeister. Was haben wir denn eigentlich so? Ah ja, richtig. Aha, warte mal. Ich weiß nicht, was hatten wir denn das letzte Mal gemacht? Hatte ich da irgendwie gesagt, dass wir hier nochmal irgendwie gucken? Wir hatten das letzte Mal, ich erinnere mich, ich wollte zum MedTech Research, denn wir waren das letzte Mal im Morden Center gewesen. Und das Morden Center haben wir jetzt hinter uns, haben wir abgeschlossen. Und, ich reise mal hier hin. Und dann schauen wir uns mal das MedTech Research an, weil da wollte ich auch mal gucken, waren da Ghule gewesen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher gewesen. Gewesen. Ich schaue jetzt mal da mal. MedTech Research klingt auf jeden Fall lustig. Wir waren ja in der Nähe des Hotels, des Hospitals gewesen. Und, wir sind jetzt hier. Alleine. In Boston. Wo ist das da? Ich weiß nicht, war ich jetzt eigentlich hier in jedem Haus drin? Ich bin mir gar nicht so sicher gewesen. Bushaltestelle. Ja, das war das hier mit den Ghoulen. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass das so war. Hatte ich denn hier nicht noch einen Jagdgewehr der Ghoule? Genau, 100 Schuss. Und ich glaube, wir werden, also mehr als 100 Schuss, aber ich glaube, wir werden gar nicht so viele Ghoule jetzt hier treffen. Obwohl die immer ganz gut XP geben und nicht ganz so schwer sind, was ich immer ganz cool finde. Ja, es wird nicht besser, je öfter man es sagt. Na, den kritischen lasse ich jetzt mal. Den können wir uns aufheben für schwere Zeiten. Vielleicht kommt ja noch ein legendärer. Oh! Oder ich mache ihn einfach so. Weil da kamen jetzt doch gerade viele um die Ecke. Hä, warum kriege ich Rad ab? Hey, hör doch voll ein Rad ab! Hä, habe ich den nicht getötet eigentlich? So, Kopf abgedreht! So, immer auf die Füße eigentlich zielen, damit die hinfallen und stolpern. Ja, genau, hat funktioniert. Dürfte eigentlich reichen. Ja, hau hier. Eins aufs Maul. Ah, den Ghoul kriege ich noch. Warte mal, den kann ich auch die Fresse polieren. Gut gemacht, Hundi. Jawohl. So, einmal drauf. Aluminiumdose. Ich bin schon wieder so ein bisschen... Ah, jetzt habe ich den Kickball mitgenommen, egal. Wir haben schon wieder so ein bisschen Rad. Ich könnte eigentlich mal so langsam mal wieder so ein Dingsbums nehmen. Ein Zahnbürste dabei, der Ghoul. Oh, der ist aber auch reinlich gewesen. Sehr schön. Ein Baseball und Padrone und eine Blechdose, die ich auch mitnehmen. Hier liegt noch ein Ghoul. Ja, Hund? Ah, Ghoul. Ah, cool, nicht getroffen. Schluss, stopp, aus! Warte mal, wer läuft denn da hinten rum? Hast du das gesehen? Da lief doch irgendwer mit Waffen. What the fuck? Ja, nee, ich nehme lieber ein Eichhörnchen am Stiel. Und eine Red Kakerlake, die ich auch nochmal haben. Da ist nichts mehr. Das sind bestimmt Arschgeigen, oder? Was haben wir denn hier noch so für Waffen? Na gut. Ich guck da jetzt mal gerade nach. Ich habe hier gespeichert. Vielleicht sind die auch freundlich.
Nein, es ist Raider-Abschaum. Warte mal, ich muss mal gerade die Lage sondieren. Ein Vault 81 Bewohner. Raider Abschaum, Abschaum, Abschaum. Oh, wir müssen die, glaube ich, töten. Ich will den den Vault Bewohner will ich finden. Der sieht ja so aus wie ich so ein bisschen. Wow, fuck. Mal lieber was nehmen. Der soll nicht sterben halt. Geh nicht in den Weg. Boah, das war gefährlich. Nimm den nicht als lebenden Schutzschild! So. Oh, fuck, 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 fuck. Komm schon. Boah, das war so knapp. Ich habe fast kein Leben mehr gehabt. Ist der? Okay. Vielen Dank. Ich werde Vault 81 nicht mehr verlassen. Ehrenwort. Halt, warte! Karte aktualisiert, Untersucher Vault... Nein, scheiße, das war die falsche Taste. Ich hab was gezündet. So, die Taste ist zum Rennen. Halt, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ich muss zur Vault 81 zurück. Ja, aber noch nicht jetzt. Red erst mit mir. Das ist das letzte Mal, dass ich bei einer dieser Expeditionen mitmache. Wenn ich wieder in Vault 81 bin, gehe ich nie wieder raus. Ich muss zur Vault 81 zurück. Da scheinen Menschen zu sein. Ich bin begeistert. Warum ist der... 75, 81 muss ja irgendwo in der Nähe eigentlich sein. Volt 81. Na gut, Nähe ist so ein Ding. Alter, was macht der denn? Wir müssen... Oh, ich will die Volt untersuchen. Wir müssen unbedingt einmal... Oh, ich muss mal irgendwann nach Diamond City gehen. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir sind. Ich habe so viel vorproduziert, so unglaublich viel vorproduziert. Und ich muss die Folgen unbedingt mal hochladen. Wahrscheinlich mache ich das dann irgendwie, dass dann zwei Folgen am Tag kommen oder sowas, damit ich mal irgendwann hinterherkomme. Und dann... Weil ich eine Pause gemacht hatte. Und dann kommt Diamond City dran. Wir sind immer noch nicht da. Ich glaube, alle anderen sind schon dort gewesen, haben das ganze Spiel schon fertig und wir grasen hier wieder. Weißt du, ich guck mal hier. Ich habe einen kompletten Norden habe ich abgegrast. Noch nicht, also noch nicht ganz hier die Ecke. Und die Ecke ist hier so, sowieso ein bisschen arschig. Die mache ich vielleicht später. Aber ich kenne mich. Ich werde wahrscheinlich eher in das Sheriff zur Sheriff-Dienststelle Nahheit gehen als Dings. Aber die Vault 81 zieht mich schon dahin. Wo ich jetzt gerade sagen muss, oder sonstiges, Untersuche Vault 81, brauche ich das jetzt gerade nicht. Hallo. Wenn ich wieder in Vault 81 bin, gehe ich nie wieder raus. Gut, den hätten wir nicht unbedingt retten müssen, aber der haben wir jetzt auf der Karte, sonst hätten wir nicht gerettet. Hätten wir nicht gerettet. Wir hätten wahrscheinlich die Vault... Wir hätten vielleicht die Vault 81... Ich drücke gerade als die falsche Taste, weil ich... Eine Splittermine! Ich drücke als die falsche Taste, weil ich neulich ein anderes Spiel gespielt habe. Vom Bethesda. Und da, wo war die nochmal? Nichts passiert. Und, da ist halt Rennen auf Alt. Und hier ist Alt die Taste zum Werfen. Ich krieg das wieder raus. Mann. Können die sich nicht eine einheitliche Steuerung überlegen, wenn es schon derselbe Publisher ist? Die habe ich ja gar nicht gelootet. Hier war ich schon mal. Gut, dass die Raider nicht so schwer waren. So. Jetzt gehen wir aber da mal hin. Wir wollten ja eigentlich in das Krankenhaus reingehen und uns da ein bisschen umschauen. Und gucken, dass wir da irgendwie was finden. So. Ein bisschen Medizin oder irgendwas oder eine Quest oder so. Wäre eigentlich ganz cool. Ich habe ihn nicht getötet, glaube ich. Ein Spielzeugtrag. Oh, da liegt wer. Kaffeekanne. Kronkorken, Mutterbeere, Baumwollgarn. Nee. Oh, ein Teddy. Waffenwerkbank. Das, der ist auch tot. Kennungsmarken. So, jetzt muss ja erstmal, wir gucken erstmal wieder im Parkhaus so ein bisschen, dass wir da irgendwie uns vielleicht hier noch irgendwie was finden, an dem wir uns gütlich tun können. Aber das scheint hier auch nur ein kleines Parkhäuschen zu sein. Ach, guck mal, wir können eigentlich mal gucken, ob wir was kochen können. Braten können wir nix. Getränke können wir ja... Ach, komm, wir machen ein Süppchen. Eine schöne Nudelsuppe. Eine schöne Nudelsuppe haben wir gemacht. 2 XP, kann man jetzt nicht rumheulen, meckern. Kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Da unten sehe ich noch ein Dingsbums. Wohnwagen-Siedlung. Und hier ist noch irgendwo so ein Antennendings. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht.
Nee, da waren wir auch noch nicht. Antennen sind immer, glaube ich, gar nicht so unwichtig, die auszufahren. Dann kriegen wir Signale rein und kriegen vielleicht noch eine Quest oder sowas. So, blablüb. Gehen hier wieder runter. Gucken mal, hier ist aber, glaube ich, nichts. So, ist denn hier was drin? Nein, jetzt gehen wir mal kurz um das Gebäude herum. Unser üblicher Gang ums Gebäude, um abzuchecken, ob hier noch irgendwas Geiles ist oder ein Hintereingang oder ein Nest oder einfach damit ich nicht irgendwas vergesse. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Ich denke immer, da hängt irgendwas im Baum, aber da hängt gar nichts im Baum. Nicht. Ja, nicht ist ja falsch gewesen. So, hier sind wir wieder. Ja. Munition, perfekt. Und es ist leer. Gut, dann gehen wir mal rein in das MedTech Research. Ich speichere gerade mal richtig, man weiß nie, was uns da drin erwartet. Und wir wissen ja, als bekanntlich aus sicherer Quelle, das ist mir jetzt schon 3 oder 4 Mal passiert, 3 Mal, glaube ich, dass ich schnell speichern gemacht habe und mich tot gespeichert habe. Schöner Eingangshall auf jeden Fall. Ich bewundere die Eingangshalle, aber ich bezweifle, dass wir hier alleine sind. Ich kann natürlich sein, dass es mal ein Gebäude gibt, wo nichts ist, aber wahrscheinlich gibt es hier noch Supermutanten oder sowas. Das würde mich jetzt einfach nicht wundern. Empfangsterminal. Schauen wir doch mal rein, was es da für uns gibt. Sicherheitsalarm. Wollen wir den einfach mal anmachen? Sicherheitsalarm Alpha. Eindämmungsabsperrung in Kraft. Die Verwaltung hat eine Eindämmungsabsperrung für diese Anlage angeordnet. Das gesamte Sicherheitspersonal sorgt für den Schutz der Anlage, bis weitere Anweisungen der leitenden Mitarbeiter erfolgen. Die Anwendung tödlicher Gewalt ist erlaubt. Fuck. Also Alarm. Ja. Okay, hier geht's irgendwo rein. Ich speichere jetzt lieber mal, weil ich weiß nicht, wo das Alarmsystem ist. Schachtel Zigaretten. Was haben wir hier? Ein Aufzug, den wir benutzen können. Aber wie ihr wisst, fahre ich am liebsten Aufzug als letztes. Und dann schaue ich doch gerade mal, ob es hier unten nicht etwas gibt, was uns interessiert. Wie zum Beispiel die Verbandschere eigentlich, nicht das Tablett. Ah! Die wartet wohl schon lange auf ihre Behandlung. Haarklammern, Schraubenzieher, Terpentin, verstellbarer Schraubenschlüssel. Ich glaube, der Hund muss gleich wieder ran. Superkleber, kann auch nicht schaden. Hier komme ich nicht rein. Luftschleuse-Terminal. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Luftschleuse. Kennen wir ja aus Outlast. So, ich schaue gerade hier erstmal. Da ist noch eine Tür. Zahnbürste. Ich denke mal, hier geht's aufs Klo. Mentets. Ja, ein Stift, weiß ich nicht. Ist zwar kein Bleistift, aber vielleicht hat der ja auch Bleistift. Seife, Emaille-Eimer. Den kann ich gar nicht packen. Hat der was im Klo? Mach mal einen Kopf aus der Schüssel. Nee, nichts drin, sorry. Mob. Wütender Mob, ein wütender Mob. Nein, er will mich schlagen. Ich lass offen. Gibt's hier noch was Interessantes, Hundi? Oh, was liegt da? Na gut. Silberne Taschenuhr. Snapsglas, brauche ich jetzt nicht. Eine Dusche. Aber die funktioniert nicht mehr. Boah, wir duschen uns auch gar nicht, ne? Wir gehen immer durchs Ödland, obwohl ich doch, ich bade ja gerne im Fluss. Warte mal, da, hier, dann ist hier. Ah, hier ist noch eine Dusche. Okay, Luftschleuse. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Tür. Wo war die? Die Tür war hier. Die war abgeschlossen. Schauen wir mal, was dahinter ist. Dann machen wir die Luftschleuse auf und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Fahrstuhl. Die Reihenfolge. Erst die Abteilung. Erst die Etage, meine ich, abfrühstücken. Und, oh! Emergency Pharmaceutical Kit. Schlechter spricht. Stoffwedel. Alkohol. Munition. Warum haben die im MedTech Research Munition? So.
Munitions... Ah, jetzt habe ich den Holzwürfel für mich genommen. Naja. Was ist hier für Gerätschaften? Aktenschrank. Hey. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich trage, aber ich glaube, ich trage schon... Ja, ein bisschen was. Ja, ich weiß gerade gar nicht, kann ich dem nicht noch irgendwas geben? Laserscharfschützengewehr. Nee. Der wiegt hier gerade nicht richtig in seinem Maul, aber ey. So, hier gab es nur noch ein Sicherheitsterminal. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Wenn wir da Sicherheits hatten als Sicherheitsalarm, ist das dasselbe? Toll. Unnütz. Ist dasselbe Text wie in dem Terminal? Ist das auch ein Sicherheitsterminal? Ist das ein Empfangsterminal? Verstehe ich nicht. So, Luftschleuseterminal. Sicherheitsalarm. Ist dasselbe, glaube ich. Luftschleusetüren öffnen. Eindämmungssperrung. Zugriff verweigert. Okay, wir fahren doch erst Fahrstuhl. Der Aufzug ist außer Betrieb. Dürfen wir hier nicht rein? Ich will da hoch. Dürfen wir hier nicht rein? Gibt es hier eine Quest? Hallo? So, warte. Markierung entfernen. So war das. Wie komme ich denn da jetzt rein? Die Türen darf ich nicht öffnen? Muss ich jetzt hier wieder... Ah, hier war ich noch nicht. Wow, jetzt habe ich mich... nichts passiert. Der fucking Arsch schützt sich mit einem Mülleimer, du Arschgeige. Bam. In den Hintern. Oh, ich wusste, wir sind nicht allein. Ich habe mir hier unten aber gar nicht alles abgesucht. Das war auch unclever. Achso. Wer ist auf dem Klo, hä? Niemand. Oh, Schöpfkelle. Und Billardkugeln? Pff, keine Ahnung. Hat jemand seine Murmeln im Klo vergessen? Vorkriegskartoffelchips und Vorkriegsgeld. Entschuldigung, ich will ja gar nicht stören. So. Okay, hier geht's hoch. Dann, ich dachte schon, wir kommen jetzt überhaupt nirgendwo weiter. Das wäre irgendwie schade gewesen. Da unten ist nichts. Warte mal, aber das ist nicht das Ghoul-Gewehr, ne? Ich glaube, das ist das andere Gewehr. Dann kann ich auch das Ghoul-Gewehr nehmen eigentlich. Doch, das ist das Ghoul-Gewehr. Okay. Denn hier sind Ghule, wie wir sehen. Und nicht nur einer, sondern mindestens vier. Ah, hi. Ich hab gewartet, dass jemand vorbeikommt, aber es kam keiner. So. Ups, sorry, falsche Taste. Moment. XP. Ciao. XP. Was ist denn eine komische Sammlung? Warte mal. Ich hatte ein Stimpack dabei gehabt und eine Babyrassel. Den konnte ich nicht lassen. Nee, ich habe die Babyrassel ja gar nicht mitgenommen. Hier ist noch irgendwo ein Ghoul. Ich habe nur drei getötet. Was ist das hier eigentlich? Superkleber, das ist mir schon klar. Aber was machen die hier? Was sind das für Terminals? Und
Glühbirnenäpfel? Warum ist in jedem... Die haben sogar noch die altmodischen Tele... Also, was heißt altmodische? Klar, ich meine, du brauchst schon einen Hörer, aber sieht halt so alt aus. Jetzt bin ich hier? Das ist... Ah, okay. Halt, stopp! Ich dachte schon, die Flinte wäre jetzt zu lang. Ein bisschen Rat ab, kann aber sein. Hier ist noch irgendwo ein Google. Kaffeetasse. Kühlschrank ist leer. Coca-Cola-Automat ist leer. Das ist eine Coca-Cola-Flasche. Das ist die Eingangshalle. Uah! Wieso erschrecke ich mich immer? Ich verstehe es nicht. So. Ich hätte... Ja, hätte ich doch den kritischen anbringen können. Ich dachte, wenn er legendär wird, weißt du, aber wenn ich ihn jetzt bringe, dann müsste er eigentlich tot sein. Ja. Reduziert den durch Tiere verursachten Schaden um 15%. Schön. XP. Und wo... Aha! Noch ein legendärer Ghoul. Sehr schön. Okay, er ist legendär geworden. Aber Ghoule sind ja nicht so schwer zu töten. Sofern sie nicht abhauen. Was ist denn mit dem los? Wo will er hin? Bleib stehen! Ich krieg dich! Du wirst mir niemals entkommen. Na gut, vielleicht doch. Hallo? Junge! I'm here! Nein, warte! Alter! XP. Und er hat eine Machete dabei. Chance auf 20% Verkrüppeln des Beines des Gegners. Geil, soll ich aber auch vielleicht auf das Bein des Gegners. Ey, der hat. Deshalb war der so. Guck mal, der hat mich am Bein verletzt. Jetzt muss ich kurz wieder schleichen. Warte mal. Ich kann aber. Ich will keine Stimpaks jetzt unbedingt verbrauchen. Ich meine, ja, wir haben genug, aber trotzdem. Ja, hier Blutkäfersteak. Das Jute. Wir machen mal nur das Red Away ein bisschen weg. So. Gibt ja noch irgendwann den Perk, dass wir da weniger gegen Strahlung, anschlagbar sind. Ach, guck mal hier, in dem Raum war ich noch nicht, oder? So, dankeschön, jetzt geht's wieder.